nicht. Maximal bis 15 Hertz. Nicht. Hertz. Nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Irgendwo da müsste der Shop sein. Machen wir noch ein Damage Upgrade bzw. ein Speed Upgrade. Speed wäre richtig nice, weil wir haben gar kein Movement. Wir sind fett und haben kein Speed. Zwei Bomben gegen einen. Ne. So, da haben wir die Telepille genommen, genau. Hier haben wir diese fetten Dinger, die schön erstmal das Feuer ausmachen. Okay, machen wir halt das aus. Ein Schlüssel. Wo ist der Shop dieser Ebene? Da. Book of Revelations. Schön. Und wir nehmen da eine Bombe mit. Hier, was ist das? Ich glaube, Full Health, was? Geil, wir nehmen diese Pille. Die andere war bloß Ball of Steel. Da können wir einfach durchrennen. Und opfern ein Herz. Es ist eine Freizeitpille. Property. Uha! Jo, wir haben Balls of Steel. Oh, wir haben. Hallo. Pestilence. Wir haben nichts Nützliches gegen diesen Boss, das uns irgendwie weiterhelfen könnte. Außer unseren üblen Damage mit dem Mulligan. Mulligan, Mulligan, Mulligan. Punk, mach deine eigenen Leute gut. Gut, los, töte deinen eigenen Mann. So. Stehen wir erstmal. So. Jetzt haben wir so gut wie gewonnen. Mulligan zerstört ihn. Wir bekommen einen Cube of Meat. Ein halbes Herz. Was haben wir hier? Nochmal 9 Lives. Nein, danke. Wir gehen runter. Und hier ist ein Geheimraum. Schalalalala. 3 Münzen. 2 Seelenherzen. So. Gehen wir da rein. Wir werden jetzt mal ein Seelenherzchen opfern. Um 2 Spinnen zu bekommen. Genau. Das da unten, da komme ich so ran. So. Oh no. Muss so eine Bombenfliegerin übrigens sein? Nein, muss sie nicht. Sondern dass wir nicht rankommen werden können, wie auch immer. Oh, nee. Und wir haben unser Habit. Zwar die, ja, noobigste Combo, die es jemals gibt, aber egal. So, komm, stirb auch noch. Wir bekommen einen Schlüssel, da drüben ist ein Mini-Boss. Wir bekommen Mitral, mal nachgucken. Isaac. Mitral. Also eine Papstmütze. Wahrscheinlich irgend so ein Kackprock Damage Upgrade war. Nee. Epic Fettes. Denn Mitral increases luck. Okay, es erhöht unser Glück. Hallo Zorn. Genau, mach dich selbst kaputt. Oh no, it's a me Mario. So, dass wir unser Book of Revelations vorbekommen.
So, stirb uns erstmal schön davon. Wir haben unser Book of Revelations wieder. Ready. Dann. Mal gucken, welch schöner Boss uns erwartet. Wir nehmen eine Abkürzung. Und zwar. Erstmal ein paar Räumchen überspringen. Da ist der Raum. Da gibt es ein Herz und da muss ich nicht rankommen. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt die Nonnenkutte. Und zwar The Habit. Und eine Chariot. Wheel of Fortune setzen wir ein. Machen sie kaputt. Und kriegen Gabel. Isaac's Fork. Trinkets, Cane's Eye. Und das andere ist a missing page. So, ich nehme die fehlende Seite und wir begeben uns zum Boss. Es ist War. So, Krieg. Ups, ups, ouch. Achten uns einen Schaden. Ich gehe mir auf die Eier mit seinem Kack-Charge. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh no. Au. So, jetzt wird er jetzt mal ein bisschen destroyed. Ouch. Destroy one more time. Komm, jetzt ist er. Jetzt ist er so. Hohoho, wie er down geht mit dem komischen Vermuligen. So, er stirbt. Wir bekommen den nächsten Cube of Meat. Und gehen da rein. Da, Brimstone. Oder verpackt. Ne. Ich will meine 7 Herzchen behalten. Wir haben genug damit upgrades. Dies müsste jetzt die Ebene von Mummy sein. Und hallo Greed. Au, wir verlieren unser Money. Money, 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 du, du. So. Hier bekommen wir wieder ein bisschen was an Geld. Und da ist gleich der Itemraum. Mit Roid Rage, Range und Speed Up. Sehr schön. Und wir schauen so episch aus. Das muss ich wirklich sagen. Und es leckt ziemlich aus der Hölle. Hallo, und wir haben wieder unser Book of Revelation ready. Hallo, Job. Wie geht's dir, Job? Hallo, Job, 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 Job. Job, 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 Job. Au! Das ist ein normaler Job. Ein normaler Job, mein Gott, ey. Stimmt, der Cube of Meat schießt jetzt auch. Oh, jetzt hätte er uns beinahe wieder in die Enge getrieben. Komm, stirb, stirb, stirb. Sehr schön. Wir bekommen ein schönes L. Oh, mein Lieblingsraum. Au, fuck. Ich darf nicht so pennen. Mein Gott, ey. Ich darf mich nicht so blöd anstellen, oh mein Gott! An die Pille kommen wir nicht ran. Aber ich will es trotzdem irgendwie versuchen. Ne. Keine Chance. Ah, wieder ist im Raum. Au, Book of Revelations. Komm hoch. Bombe, an die wir nicht rankommen. Und Gehirne. Die wir nicht destroyen können. Doch. Ah, oh, leck mich am Arsch. Sieht gerade nicht so gut für uns aus, aber egal. So. Muss so ein Raum sein. Mein Gott, ey. Okay, abgesehen davon, dass... Na, Larry. Larry! Erster Larry down. Zweiter Larry folgt sogleich.
Hallo Larry, Larry down, wir droppen Silberherz. Und ich renne wieder volle Kanne rein, wir bekommen wieder Nickel. Relativ viel Geld. Komm, stipp, stipp, danke. Komm, drop wenigstens noch mehr Geld. Das ist der Shop. Steam Sale, wow, am Ende. Dann kaufen wir den Shop leer. Ja, eine Bombe. Und einen Schlüssel. Das Geld werden wir sowieso nicht brauchen, weil es die letzte Ebene von Mami ist. Mami, Mami is a pinball, living like a age, living like a pinball, he was always ding dong. Au, und ich habe einen Effekt bekommen, das alles tötet. So, wir gehen rein. Hallo Mami. Isaac. Den Damage, den wir machen, ist akzeptabel. Living like a pinball, he was always ding dong, doobie-dee-bee-dum, doobie-dee-bee-dum-dum, doobie-dee-bee-dum, pinball! Ah, wir haben Mami gleich down. Ups. So. So, die Challenge, 9 Tode ist geschafft. Und wir haben Guppy's Tale freigespielt. Sehr schön. Das kennen wir. Und das wär's mit der Challenge. Werde ich mal grob behaupten. Isaac! So. Also, ich bedanke mich für diesen Run. Jetzt haben wir schon. Ja, es werden sind noch von den ersten 4 Lodge March und dann geht's weiter. 4 Challenges von 10 schon erledigt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao!